Bambusius brauchen wir und Leder. Ein paar Kühe hatte ich ja, glaube ich, schon gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Und es kann sowieso nicht schaden, ein bisschen mehr Leder zu holen. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Vormittag. Oder ist es Nachmittag? Nee, ich glaube, es ist Vormittag. Okay. So ein Hund wäre natürlich auch toll. Dann wäre ich mich auf den Hund gekommen. Back, back, back. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Hier ist Strand. Ach, das ist ja schön. Da ist Bambus. Das ist noch schöner. Kompass zeigt noch eine ganz komische Richtung an. Ich dachte immer, der zeigt auf das Bett, das man zuletzt benutzt hat. Und ich habe das eine Bett habe ich ja bisher jeden Tag genutzt. Gut, jetzt haben wir also Papier, haben wir genug. Ja, sonst pflanze ich da hinten gleich noch was an. Jetzt brauchen wir also noch Leder. Habe ich die Schere dabei? Schön. Ach so. Ach so. Die Schere dabei. Ah, es ist Nachmittag. Warte, ich will wenigstens noch mal was schnibbeln. Vielleicht noch eine Kuh mitnehmen. Das wäre natürlich formidabel. Warum nimmt er denn der Domat mit? Weil ich es kann. Naja, die kann man sonst nur absammeln, sonst nicht finden. So, jetzt müsste ich mich aber auch langsam auf Nachhauseweg machen. Ich drehe schon so ein bisschen ein. Mist. Ich dachte, ich könnte heute noch die Kühe finden. Bam, 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 bam. Ich muss schnell nach Hause, mag nicht mehr laufen. Oh, ein Pilz. Nee. Schaf ist zwar ganz hübsch. Brauche ich aber gerade weniger. So, hier müsste ich doch nach Hause kommen. Wo zeigt denn der Kompass schon wieder hin? Ich müsste mir vielleicht auch. Guck mal, jetzt sieht man nämlich die Sterne. Wenn die Nacht beginnt. Bevor die Nacht beginnt, kann man nämlich schon die Sterne sehen. Jedenfalls mit diesem Pack. Ich weiß gar nicht, ob das mit den anderen auch so ist. Aber das ist immer ein gutes Warnzeichen dafür, dass man nach Hause muss. Das habe ich dann im Multiplayer auch mal so gemacht. Immer wenn ich nach oben geguckt habe und die Sterne gesehen. Wieso steht Frau Herbert wieder auf dem Dach? Dann hieß es für mich ab nach Hause. Oder Bettchen habe ich dann meist geschrieben. Bettchen. Habe kein Fleisch mehr. Okay. Gute Nacht. Entschuldigung. So. Da saß man doch gerade eine ganze Kuh im Hals. Achso, jetzt? Ich brauche noch eine Kuh. Kann doch nicht sein, ich muss ja irgendwo Leder finden. Nee, Schwein gerade nicht. Ich mache gerade eine Schweinediät. Genau, esse nämlich nur Huhn. Hier ist der Sumpf, das ist sehr schön. Also der Kompass zeigt mir nur relativ, wie es nach Hause geht. Denn irgendwie zieht er mich doch in den Wald. Ah! Pilze. Hat er Leder gegeben? Natürlich nicht. Und es war die einzige Kuh. Ich bin ja schwer aufbegeistert. Da hinten sind schöne Blümchen. Hier ist Lehm. Die nehme ich einfach mal aus Prinzip mit. Ich denke, ich werde mir nachher eine Angel verzaubern. Ich könnte mir auch die Diamantspitzhacke verzaubern, aber erstens wird sie mir dann zu wertvoll zum Reparieren. Und zweitens, ja, brauche ich eigentlich noch nicht, ne? Aber die Angel wiederum kann ich gebrauchen, um mir seltene Bücher an Land zu ziehen. Oder seltene Fische. Überhaupt Fische. Ich könnte natürlich auch Diamantenrüstung machen.
Aber so viele hatte ich, glaube ich, nicht. Wie viele hatte ich denn? Acht. Ich habe jetzt drei genutzt, das heißt fünf. Könnte ich mir entweder Schuhe machen oder eine Mütze. Und das lohnt eigentlich. Ja. Nun. Ich knauser da gerne ein bisschen. Kuh. Schau mal zu. Ich suche die Kuh. Was ist denn das für ein geiler Berg da drüben? Wenn ich die jetzt nicht gleich finde, muss ich erstmal ein Aufnahmepäuschen machen. Denn ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon wieder aufnehme. Vielleicht schon wieder eine Stunde? Keine Ahnung. So. Kuh. Vielleicht muss ich sie anlocken. Ein paar Lockrufe. Das, was hilft. Naja, und wenn wir den Zaubertisch haben und die Angel haben, dann können wir uns ein paar hübsche, seltene Sachen aus dem. Ach nee, die hebe ich jetzt nicht alle auf. Ich komme später nochmal wieder. Ich habe einen ganz anderen Bildungsauftrag gerade. Apropos Bildung. Ich hatte ja in der Schule immer das Gefühl, dass einem da längst nicht alles gesagt und beigebracht wird, sondern nur das, was auch wirklich auf dem Lehrplan stand. Und die Lehrer wollten meistens viel mehr darstellen und waren aber an ihrem Lehrplan gebunden. Gerade die Geschichtskundler. Habe ich was zu essen dabei? Natürlich nicht. Gerade die Geschichtskundler mussten natürlich immer das beibringen, was so im Fokus stand, Fokus des Lehrplans. Alles andere wurde mal so eben in der Woche oder in einer halben. So, heute machen wir es mal ins Mittelalter. Morgen kommen wir dann zum Ersten Weltkrieg. So, wurde es im Prinzip beigebracht. Also bei uns war das so. Ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch der Fall ist. Und was auch Dickthema war, war im Geografieunterricht USA. Da haben wir bestimmt 3 oder 4 Wochen nur USA gehabt. Obwohl das im Prinzip auch genauso wie mit Mali oder Russland in 1 oder 2 Tagen gelangt hätte. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich krieg langsam Hunger. Ich habe hier noch keine Kuh gesehen, das gibt's doch gar nicht. Doch eine. Die habe ich umgebracht. Aus Frust, weil sie mir kein Leder da ließ. Und nun stehe ich hier. Oder ich laufe vielmehr. Weiß nicht mehr wohin. Da hinten ist der Berg. Komm. Ja, ich. Nee, rohes Fleisch will ich auch nicht essen. Ich brauche Fleisch. Rohes Hähnchenfleisch ist übrigens auch manchmal hungrig machend. Hallo? 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 Bei der nächsten Nacht mache ich auf jeden Fall ein Aufnahmepäuschen. Dann müssen wir halt das nächste Mal Leder finden. Was ist denn jetzt los hier? Warte mal. So. Das ist besser. Ich muss nach Hause. Doch, ich weiß nicht mehr, wo es nach Hause ging. Und dann muss ich hier mal weg. Jetzt aber schnell, da vorne ist meine Heimat, jetzt muss ich da hin. Hier waren doch Kühe. Wieso sind da jetzt keine mehr? Oder war das drüben gegenüber? Bam, bam, bam. Bam, oh. Boah. Irgendwann falle ich da noch mal rein. Sagt dann Klatsch, Leute, das war's. So, jetzt muss ich noch irgendwo den Bambus hinhauen. Wo lasse ich jetzt den Bambus? Bevor ich was zu essen mache, hole, esse, pflanze ich noch mal eben den Bambus. Bambusius. Nee, kann ich auch nicht leiden. Lalala, 1 und 2 und 3. Hallo?
3 lasse ich mir übrig, den Rest pflanze ich an. So. Bam, bum, bam. Bam, bum, bam. Bam, bum, bam, bum. Bum, bum. Den Lehm, den möchte ich am liebsten so erstmal in die Kiste packen, weil ich nicht weiß, ob ich das zu Backstein verarbeiten soll oder zu Blumentöpfen oder einfach zu gebrannten Lehmblöcken. Da habe ich noch keine Ahnung. Mal gucken. Dum, 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 dum. Hier machen wir so eine Pflanzenkiste. Ach so. Okay, ich hatte es schon mal verarbeitet. So. Wolle kann ich auch hier lassen. So. Pilze. Blümchen. Federn. Knochen. Kann ich alles hier lassen. Was wollte ich jetzt eigentlich? Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ach, Essen. Ich stand schon davor. Fleisch. Ja, hat jetzt leider nicht geklappt mit dem Leder. Ich gehe noch einmal hinter die Schmiede gucken, weil ich in der Vermutung war, dass hier hinten auch eine Kuh stand. Aber wenn nicht, dann nicht, ne? Spät haben wir es. Nachmittag. Ja, bis zum Schlafen gehen mache ich mal noch. Und dann ist aber gut. Da sind noch ein paar Schweine. Verdammt. Oh mein Gott. Hier gibt's echt keine Kühe. Da sind wieder diese bunten Pflanzen. Da! Ich weiß, ich sollte mir jetzt eigentlich eine Farm holen. Also, anbauen. Eine Farm bauen. Ich brauche aber Leder. Ich will hier was. Hallo. Ah, Kuhschubser. Ich könnte mir natürlich auch ein Schwert mit Plünderung auf Glück versuchen. Aber diese Bücher könnte ich, wie gesagt, auch beim Angeln bekommen. Deshalb mache ich mir erstmal eine Angel. So. Dann mache ich das wenigstens noch. Ich habe Leder. Ich habe Leder, ich habe Diamanten, ich habe Obsidian. Da steht noch eine Kuh, die lasse ich mal im Leben. Da ist eine Höhle, das machen wir ein andermal. Wir sind ja in der Schlucht, sind wir da eigentlich fertig? Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich nochmal runter möchte. Denn immerhin, naja, da ist nur noch eine Schlucht über Lava. Ich habe da zwar schon Diamanten gefunden, aber da geht es ja nur noch über Lava weiter. Also im Prinzip geht es da nicht weiter. Aber es gab, glaube ich, noch diverse andere Schächte, wo ich dann eher nochmal hinlaufen würde. Na gut, machen wir erstmal einen Zaubertisch. Den kann ich oben beim Bett da irgendwo hinstellen. Das machen wir noch vor der Nacht. Dann brauche ich nochmal, ich weiß gar nicht, 2. Obsidian habe ich. Buch. Buch machen wir so. Nee, so. So, ne? Ja, haben wir das Buch. Sehr schön. Und den Obsidian-Tisch. Müsste doch eigentlich so aussehen. Ah, wunderschön. Okay. Stelle ich die mal hin. Hier. Ich hole mir noch die Angel. Die verzauber ich noch und dann machen wir Feierabend. Oder ich gehe erst schlafen, dann Angel? Nee, erst... Schlafen, dann erst Angel, dann schlafen, erst denke ich und dann mache ich. Im Fluge geholt. Ich gehe erst schlafen. Wenn ich weiß, wie es weitergeht, will ich auch immer gerne weiterspielen. Aber ich darf natürlich die Aufnahmeplatte nicht zu voll laufen lassen. Gerade Minecraft ist da irgendwie so ein, wie sagt man, Ressourcen... Gigant, der braucht mal ziemlich viel. So. Okay. Wünsch mir Glück. Ach so, hier ist schon das Neue drauf. Wieso? Ah, ich brauche natürlich auch Bücher. Wohl für 8 Level. Ich kann die natürlich auch miteinander verzaubern. Immer und immer wieder verzaubern, dass mich auch wieder Level kostet. Wenn das denn 8 Level sind. Ich habe ja eh Level 38. Na komm, dann mache ich immer mal auf der Rüstung irgendwas drauf.
für 8 Level.